Hallo, meine liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr zurück bei eurem astrologischen Kanal seid. Mein Name ist Emmanuel, ich bin euer astrologischer Lebensberater. In diesem Video werde ich euch mitteilen, welche allgemeine Bedeutung die Stellung des Merkurs hat. Wir haben Merkur rückläufig zwischen dem 30. Januar und dem 21. Februar 2021. Und Merkur ist normalerweise dreimal rückläufig im Jahr. Und in diesem Video geht es darum, welche Bedeutung hat Merkur rückläufig in Wassermann. Ich würde euch empfehlen, sich nicht nur den Anteil anzuschauen, in dem ich von dem Aszendenten spreche, sondern auch den Anteil, in dem ich vom Zeichen spreche, in dem der Geburtsradix bei euch sich befindet. Also zum Beispiel, jemand ist Aszendent Zwillinge. Das heißt, man kann sich den Anteil dieses Videos für Zwillinge anschauen. Und man hat als Aszendent Zwillinge zum Beispiel Merkur in Wassermann. Das bedeutet, man kann sich auch den Anteil vom Wassermann anschauen, den man hat selbst in seinem Geburtshoroskop, Geburtsradix, Merkur in Wassermann stehen. Also es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite haben wir den Aszendenten, auf der anderen haben wir die Stellung des Planeten im Geburtshoroskop. In diesem Fall Merkur. Also, ich beginne jetzt mit Wassermann. Wassermann Aszendent, oder wenn man Merkur in Wassermann im Geburtshoroskop hat. Welche mögliche Bedeutung kann diese Stellung des rücklaufenden Merkurs haben? Hier, wenn man Wassermann Aszendent ist oder Merkur in Wassermann hat, dann geht es darum, die eigenen Ansichten erfolgreich zu vermitteln. In der Kommunikation mit anderen Menschen können es Unterbrechungen oder Schwierigkeiten eintreten. Man fühlt sich auch ein bisschen missverstanden. Und das führt dazu, dass man sich etwas verunsichert fühlt. Man fragt sich als Aszendent Wassermann, oder wenn man Merkur in Wassermann hat, naja, wie kann ich ein Gefühl der Zugehörigkeit haben, wenn ich mich von meiner Umgebung, von meinen Mitmenschen nicht verstanden fühle? Das kann eine Problematik zur Zeit sein, wenn man Aszendent Wassermann ist oder Merkur in Wassermann hat. Darüber hinaus hat man hier Probleme mit den Finanzen, also die finanzielle Sicherheit in Bezug auf Wohnung, Wohnsituation, psychologische Stabilität kann nicht vorhanden sein. Also man ist ein bisschen verwirrt auch mit den jetzigen Entwicklungen. Und man sollte geduldig sein bis Ende Februar, wenn Merkur dann nicht mehr rückläufig ist. Denn manche Prozesse werden sich bis dahin verzögern. Insbesondere alles, was mit Papierkram, Umsiedlung, Wohnung, Wohnsituation und Finanzen verbunden ist. Okay? Dann gehen wir zum nächsten Aszendenten, Fische. Oder wenn man Merkur in Fische im Geburtshoroskop hat. Also hier fühlt man sich etwas verloren mit dem Merkur rückläufig in Wassermann. Also man hat ein Gefühl der Trauer, weil bestimmte Dinge nicht so funktionieren, wie man möchte.
wenn dies nicht so trifft, dann kann es sein, dass Inhalte aus der Vergangenheit, bestimmte Emotionen, die man verdrängt hat, wieder hochkommen. Aber im Grunde genommen hat man hier Schwierigkeiten, seine Gedanken einzuordnen und mit der Vergangenheit abzuschließen. Also man fühlt sich auch isoliert und man hat, wie gesagt, ein Gefühl der Trauer, wenn man Fische-Aszendent ist oder wenn Merkur in Fische im Geburtshoroskop steht. Und dieses Gefühl der Trauer hat die Folge, dass man nicht offen ist für Neuigkeiten. Ja, man hat Angst, alternative Wege zu finden, um zu kommunizieren, oder alternative Wege zu finden und ein bestimmtes Thema zu verstehen oder ein in einem Lebensbereich Erfolg zu ernten. Also man hat kein klares Bild darüber, was sollte man machen, um aus problematischen Situationen rauszukommen. Und das kann eine Herausforderung mit Merkur rückläufig sein. Für alle Fische Aszendenten. Und jetzt gehen wir zum nächsten Aszendenten. Das ist Widder. Was passiert mit Merkur rückläufig im Wassermann für Widder? Oder für Menschen, die Merkur in Widder haben. So, man hat hier Schwierigkeiten an gesellschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen. Dies gilt besonders, wenn man innerhalb einer großen Firma oder Konzern arbeitet. Man ist nicht mit allen einverstanden, was entschieden wird innerhalb einer Gruppe oder Gesellschaft. Und das führt dazu, dass man sich bedroht fühlt aufgrund der jetzigen Entwicklungen. Und das kann so schlimm sein, dass man selbst Zweifel hat. Man denkt, naja, wenn ich keine Anerkennung bekomme, wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, aufgrund dessen, dass gesellschaftliche Entwicklungen mein Leben einschränken, dann vielleicht liegt es bei mir, vielleicht bin ich nicht gut genug. Aber das sollte man weglassen. Man hat schon einen Wert als Mensch, egal was die Gruppe, egal was die Gesellschaft meint. Man sollte hier vielleicht seinen eigenen Weg gehen, anstatt zu versuchen, innerhalb einer Gruppe, innerhalb einer Gesellschaft Fuß zu fassen, wo man nicht hingehört. Das betrifft vor allem im beruflichen Bereich, wenn man zum Beispiel in einer großen Firma arbeitet. Okay? Aber im Grunde genommen für Widder-Aszendenten oder Menschen mit Merkur in Widder hat man hier Schwierigkeiten mit Gruppen oder mit Gesellschaften. Und wenn man einen älteren Bruder oder eine ältere Schwester hat, dann kann man hier Probleme mit ihm oder mit ihr haben. Es gibt da vielleicht irgendwelche Dinge, die man klären muss. Und das ist eine Herausforderung mit Merkur rückläufig. So, dann haben wir Stier, Aszendent oder Menschen, die Merkur im Stier haben. Was trifft dann zu? Naja, man ist ein bisschen verwirrt in Bezug auf seine langfristigen Ziele. Man weiß nicht, wo in der Gesellschaft gehört man. Ja? Vielleicht ist man mit der jetzigen Beruf etwas oder mit dem jetzigen Beruf etwas gelangweilt. Es ist immer wieder dasselbe, es ist immer wieder das Gleiche. Man ist nicht zufrieden im beruflichen Bereich. Und dann sollte man neue Ziele finden. Und das ist nicht einfach mit Merkur rückläufig. Und es ist wichtig aber, dass man weiß,
welches Ziel ist wichtig? Welches Ziel passt am besten, damit man sich besser fühlt und zufriedener ist in seinem Leben? Ja, also ansonsten ist man in seiner Weiterentwicklung als Stier-Aszendent oder wenn man Merkur in Stier hat, eingeschränkt, ja, und hier sollte man sich weiterentwickeln, eigenständig werden im beruflichen Bereich und allgemein gesehen in allen Lebensbereichen in Bezug auf die eigene langfristige Ziele. Zwillinge. Was passiert, wenn man Zwillinge-Aszendent ist oder Merkur in Zwillinge im Geburtshoroskop steht? Also man ist ein bisschen verwirrt in Bezug auf seine eigenen Überzeugungen. Und da gibt es Widersprüche, weil man hat bestimmte Ansichten, bestimmte Prinzipien. Das ist in der Theorie, aber in der Praxis tut man das Gegenteil. Ja, man hat eine Überzeugung, aber die Taten, die man umsetzt, sind nicht im Einklang mit diesen Überzeugungen. Und das ist ein Widerspruch und deswegen braucht man mehr Introspektion, damit man zwischen Realität und Fantasie unterscheiden kann. Ansonsten ist man sein eigener Feind, sein eigener Verräter. Und das kann auch schwierig sein in allen Lebensbereichen. Ich meine, es ist wichtig, dass man weiß, welche Prinzipien habe ich und sich danach richtet. Ja, welche Werte habe ich als Mensch? Was ist für mich Priorität und was ist nicht? Okay? Das gilt für alle Zwillinge-Aszendenten oder wenn man Merkur in Zwillinge hat. Dann gehen wir zum nächsten Zeichen. Aszendent Krebs oder Merkur in Krebs. Also hier ist man dabei, sich mit mysteriösen oder versteckten Dingen zu beschäftigen. Egal in welcher Situation man sich befindet, es ist wichtig, dass man in die Tiefe geht, dass man lernt, wie ein System funktioniert, wie ein Prozess in Erfüllung gebracht wird. Das gilt für alle Lebensbereiche, aber insbesondere im Bereich der Finanzen, der geteilten Finanzen, steuerliche Situationen, Versicherungen, Lebensversicherung, gesundheitliche Versicherung allgemein. Also hier hat man einiges zu organisieren, tiefgründig zu schauen, ja, was ist Wahrheit, was ist nicht Wahrheit. Das ist die Herausforderung mit Merkur rückläufig hier für Krebs. Und es ist auch wichtig, dass man, weil man tiefere Wahrheiten gefunden hat und verstanden hat, dass man dann in der Lage ist, sich von ungünstigen Bindungen zu befreien. Ich meine mit Bindungen nicht nur emotionale Bindungen, sondern auch finanzielle Bindungen mit Versicherung, mit Geschäften, mit Institutionen. Also hier muss man im Innen sich psychisch reinigen und im Außen Bindungen hinter sich lassen, die ungünstig sind oder ungünstig geworden sind, okay? Damit man freier ist. Das ist wichtig für Krebs-Aszendent oder wenn man Merkur in Krebs hat. Dann haben wir Löwe, Merkur rückläufig in Wassermann für Löwe-Aszendent oder wenn Merkur in Löwe ist. Also hier ist man ein bisschen verwirrt in Bezug auf seine Bindungen, sei es geschäftliche Bindungen und Vereinbarungen oder private Bindungen wie zum Beispiel Partnerschaft, Liebe, Heirat. Und Merkur bringt diese Themen sehr auf die Oberfläche. Das heißt, man merkt sich, dass diese Themen jetzt eine hervorgehobene Rolle spielen. Und
wenn man festgestellt hat, welche Bindungen sind günstig und welche Bindungen sind ungünstig, ja, dann kann man für mehr finanzielle Stabilität und allgemein gesehen für mehr Zufriedenheit sorgen. Und das führt dazu auch, dass man mehr Klarheit in Bezug auf die eigenen Ziele hat. Weil wenn man fremdbestimmt wird von anderen Menschen, dann kommt man nicht dorthin, wo man hinkommen möchte oder sollte. Und das ist die größte Überlegung hier für alle Aszendenten Löwe oder wenn man Merkur in Löwe hat. Was passiert, wenn man Aszendent Jungfrau ist oder Jungfrau Merkur hat? Also, hier gibt es einen Widerspruch zwischen die inneren Vorstellungen, die man hat, und die Außenwelt. Zwischen Gefühle, die innere Gefühle und die äußere Wirklichkeit. Und man muss diese zwei Welten, die innere Welt und die äußere Welt, verknüpfen. Und das kann man nur in der Praxis machen. Und das ist eine Herausforderung, weil man hat sehr viel zu tun, sehr viel zu organisieren. Und das Erste, was man organisieren sollte, sind die eigenen Gedanken. Ja, wo soll ich anfangen? Wo sind die Prioritäten? Wo stehen meine Prioritäten? Ja, so dass man mehr Ordnung hat. Es kann aber auch sein, dass man unzufrieden ist mit seinem Job, mit seiner Tätigkeit. Und vielleicht wäre auch gut, wenn man sich für neue Möglichkeiten öffnet, für neue Wege, für Dinge, die Sinn machen. Und das kann man nur eigenständig herausfinden, weil ich meine, Geld ist ja nicht alles. Letztendlich die Gesundheit, das Wohlbefinden, das sind Dinge, die auch extrem wichtig sind. So, dann gehen wir zum nächsten. Das ist Waage, Aszendent oder wenn Merkur in Waage steht. Ja, was bedeutet das? Also hier ist man ein bisschen verwirrt in Bezug auf seine kreative Entfaltung und in Bezug auf die eigenen Projekte, privat und beruflich. Also Dinge, die man eigenständig und freiwillig machen möchte, weil man damit Spaß hat und schöpferische Inspiration ist wichtig. Aber es ist eben wichtig, dass man Prioritäten setzt, dass man weiß, okay, wenn ich A mache, dann passiert B. Okay, dass man Handlung und Ergebnis daraus, dass Handlung oder Theorie und Praxis, dass beide Elemente zusammenkommen. Das Thema Kunst, das Thema Kind oder Elternkinder können auch wichtige Themen sein, die gerade mit Merkur rückläufig eine besondere Herausforderung darstellen. Und es ist wichtig, dass man genug Ressourcen hat, so dass man finanziell das umsetzen kann, was man möchte. Das ist eine Herausforderung im privaten Bereich vor allem, aber auch im geschäftlichen. Also vielleicht hat man nicht genügend Geld, vielleicht muss man sich überlegen, wie kann ich meine Finanzen alternativ vermehren? Okay? Und wie kann ich das umsetzen, was ich freiwillig umsetzen will? Egal, was das ist. Okay, liebe Waage. Dann gehen wir zu Skorpion Aszendent oder wenn Merkur in Skorpion steht, im Geburtshoroskop. Was kann denn das heißen? Also, bei Skorpion gibt es einen Widerspruch zwischen vielen Gedanken, die man nicht einordnen kann, und vielen Emotionen und Gefühle, die man auch nicht einordnen kann. Also man ist innerlich verwirrt und man weiß nicht, welche Bedürfnisse man hat und wie man diese Bedürfnisse am besten befriedigt. Vor allem Bedürfnisse emotionaler Natur. Und es kann sein, dass wenn Merkur im Wassermann rückläufig ist, dass man nicht weiß, aha, was stört mich in meinem Leben
und wie kann ich das ändern? Also diese Klarheit fällt bei Skorpion-Aszendenten und bei Merkur in Skorpion. Und man muss aber im Klaren sein, solange man nicht weiß, was man möchte, was man braucht, emotional gesehen, dann wird man keine Intimität in Beziehungen erleben, die zufriedenstellend ist, die ehrlich ist. Dann kann man diese Intimität nicht haben. Und auf der einen Seite hat man Angst, alleine zu sein. Man möchte Intimität haben und Sicherheit haben durch anderen Menschen, durch Partnerschaften, aber auf der anderen Seite hat man Angst, seine Freiheit komplett zu verlieren. Und da ist ein Widerspruch. Okay, und dieser Widerspruch kann als wichtiges Thema rüberkommen, wenn man Aszendent Skorpion ist oder Merkur in diesem Zeichen hat. Dann gehen wir zum nächsten. Das ist Schütze. Also Schütze hat Probleme, rational zu sein und logisch zu denken. Also es tauchen so viele Gedanken auf und man kann diese Gedanken auch nicht einordnen. Die Kommunikation mit anderen Menschen kann erschwert werden. Das Thema Papierkram, Behörde, Bildung, alle diese Dinge sind mit Unterbrechungen und oder Abbrüche verbunden und man fragt sich, naja, was passiert jetzt? Ja, man ist verwirrt, man weiß nicht, was kommt und das führt dazu, dass man sich negative Gedanken macht. Ja, da muss man aufpassen, weil die Gedanken, die man als Schütze-Aszendent zur Zeit mit Merkur rückläufig hat, die werden sofort zur Wirklichkeit, ganz schnell. Sei es, weil man etwas tut oder weil die Energie sich einfach manifestiert in Form eines Menschen oder Situation. Und deswegen muss man hier positiv denken und sich ein bisschen beruhigen, weil man hat auch viel Turbulenzen im Kopf. Also das muss man stoppen, man kann meditieren, sich ein bisschen beruhigen, das wäre auch wichtig. Oder man sollte viel schreiben, damit diese Energie irgendwo rausgeht. Oder viel lernen, das könnte auch eine Möglichkeit sein. Lernen, schreiben oder lesen. Und das alles führt dazu, dass man etwas für sein Wohlbefinden tut. Also wenn man sich beruhigt, wenn man diese geistigen Kräfte stabilisiert durch ein Ventil, sei es Schreiben, sei es Lernen, dann sorgt man dafür, dass man sich besser fühlt, dass man keine psychosomatischen Probleme hat, dass man besser schlafen kann. Okay? Dann gehen wir zum nächsten Zeichen, das ist Steinbock-Aszendent oder wenn Merkur in Steinbock steht, im Geburtshoroskop. Naja, hier kommt das Thema Geld, Finanzen, Besitz und Familie, also alle diese Themen kommen als Hauptthemen jetzt, wenn Merkur rückläufig im Wassermann ist. Vieles hat sich verändert und es gibt einige Dinge, die nicht so funktionieren wie früher. Und das verursacht viel Stress bei vielen Steinbock-Aszendenten, sich an diesen ganzen Änderungen anzupassen und das Thema Familie, Geld, Finanzen, Besitz, das alles unter einem Hut zu vereinen, ja, was geschieht und das, was ich möchte, die Sicherheit, die ich brauche in den Lebensbereichen, die ich genannt habe, das ist eine Herausforderung mit Merkur rückläufig in Wassermann. Und man sollte sich hier auch überlegen, ob es eine neue Verdienstquelle oder Einkommensquelle sinnvoll wäre, um ein besseres Gefühl im Bereich der Finanzen zu bekommen. Nur dann kann man daran denken, die eigenen Projekte zu erweitern oder zu verwirklichen. Das Thema Kinder, Firma oder das Thema Arbeit. Diese Themen sind auch
mit Schwierigkeiten verbunden. Ja, es hat man einiges zu klären. Und im Grunde genommen mögen viele Steinböcke nicht mehr viel zu arbeiten. Also sie möchten weniger Arbeit haben und vielleicht auch mehr Abwechslung, mehr Spaß haben. Denn Geld ist ja nicht alles im Leben. Liebe Astro-Rebellen, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit dem 12 Sternzeichen bzw. Aszendenten und Merkurs. Okay? Liebe Astro-Rebellen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß mit Merkur rückläufig in Wassermann. Alles Gute und bis zum nächsten Video.